Servus Leute, ja, ich melde mich heute das erste Mal mit einem Video nach der Leipziger Buchmesse zurück, also dass ich wirklich nach der Leipziger Buchmesse gedreht habe. Bei mir ist heute der 1. Mai und ja, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich jetzt ein Video für euch direkt gedreht habe. Muss mich ein kleines bisschen entschuldigen und das erklären. Ich hatte tatsächlich nach der Leipziger Buchmesse, also 2 Tage nachdem ich wieder daheim war, eine schwere Grippe, die hat mich 2,5-3 Wochen komplett ausgenockt. Und danach war ich immer noch irgendwie so schlapp und dann die Arbeit noch ein bisschen gestresst. Dann war ich viel unterwegs und ja, ich hatte einfach keine Zeit und ich konnte mich auch nicht aufraffen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt geht's wieder weiter. Und hier kommen meine Neuzugänge aus dem März und dem April. Ohne die Leipziger Buchmesse wäre es nicht ganz so viel geworden, aber ja, durch die Leipziger Buchmesse ist da schon einiges zusammengekommen. Tja, ich denke mal, wir fangen an mit Derek Landy und zwar mit seiner Damon Road Reihe und dem 2. und dem 3. Teil von Damon Road. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe ja Derek Landy getroffen und hier hat er unterschrieben und das signiert. Und ja, ganz, ganz sympathischer Mann, dieser Derek Landy. Der ist schon cool unterwegs, als Ire war auch am St. Patrick's Day eben auf der Leipziger Buchmesse und das war schon echt cool und ich freue mich schon auf die beiden Fortsetzungen von Damon Road. Der erste Teil hat mir echt gut gefallen und ich bin echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, kommen wir zur Greenlight Press. Cyberworld 2.0 House of Nightmares von Nadine Erdmann. Auch eine ganz talentierte, tolle Autorin von der Greenlight Press. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt bei Cyberworld 2.0. Und ich bin auch ganz fasziniert von diesem Werk von Nicole Böhm, die Chroniken der Seelenwächter, heißt es, verborgene Mächte Teil 1, die Suche. Und schaut euch mal dieses unglaublich schöne Cover an. Dieses Gemälde hat auch eben die Autorin, die Nicole Böhm, gemalt. Und ich finde es echt cool. Und ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte. Ich lese euch das ganz kurz mal vor auch. Das ist ja ein 2. Teil, deswegen lassen wir das mal. Ein Vermächtnis aus tiefster Vergangenheit stürzt das Leben von Jess ins Chaos. Als ein magisches Ritual anders endet als erwartet, wird sie nicht nur mit den gefährlichen Schattendämonen konfrontiert, auch die geheime Loge der Seelenwächter greift in ihr Leben ein. Als wäre das nicht genug, scheint ihre Familiengeschichte direkt mit dem ewigen Kampf zwischen Licht und Schatten verknüpft. Gewinner des Deutschen Fantastikpreises 2016 in der Kategorie Beste Serie. Also, ich bin gespannt. Das lässt schon auf etwas warten und schließen.
Hat 19,90 gekostet. Ja, und ich habe hier von einem meiner Lieblingsautoren, vom Andreas Suchanek, noch ein Autogramm bekommen auf einem seiner Buchcover, Das Erwachen. Ja, ich bin ein absoluter Fan von Das Erbe der Macht, die Schattenchroniken, Teil 1 ist das, dieses Cover. Und der publiziert seine Bücher auch bei der Greenlight Press. Übrigens ein sehr cooler, sympathischer Verlag mit richtig netten und coolen Autoren. Als nächstes komme zu einer Freundin, die Kata. Auch KK Summer genannt. Eine ganz liebe, liebe Freundin und begabte Autorin. Und die hat Gladio, die Prophezeiung des Schwertes, geschrieben. Das lese ich euch auch mal vor. Nacht für Nacht wird Ai von dem immergleichen Traum heimgesucht. Der Anführer des feindlichen Landes durchbohrt sie mit seinem Schwert. Eine Waffe, die ihrem Kettenanhänger, dem einzigen Überbleibsel ihrer Familie, überraschend ähnelt. Als Ai in einem Tempel ein Zeichen von Gladio, einem mächtigen und seit Generationen verschollenen Schwert, findet, gerät ihre Welt ins Wanken. Warum gleicht die Zeichnung ihrem Anhänger in jedem Detail? Es gibt nur ein Volk, das Licht ins Dunkel bringen kann. Die Elfen. Können sie Ai dabei helfen, das Geheimnis des Anhängers und ihrer Familie zu lüften und ihre wahre Bestimmung zu erkennen? Also, es hört sich richtig cool an. Und schaut euch mal dieses unglaublich schöne Cover an. Ich finde es so gigantisch. Hammer schön. Und ich habe hier auch eine Signatur von Kata. Ja, KK Summer. ihr Autoren-Synonym. Ihr habt bestimmt schon mal ein Messevideo oder eben ein Video von Booktuber-Treffen oder irgendwie so gesehen. Da ist nämlich die auch, die liebe Kata, auch immer dabei oder oft. Und dementsprechend habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wie ich Werbung für dieses Buch gemacht habe. Als nächstes kommt ein Buch eines Bestseller-Autoren, und dem konnte ich tatsächlich jetzt mittlerweile auf der Leipziger Buchmesse verkünden: Ja, Markus, ich habe ein Buch von dir gelesen, oder Bücher, nämlich Vedora, aber das aktuelle von Markus Heinz ist eben Die Klinge des Schicksals, Spiegel-Bestseller. Die gealtete Kriegerin Denestra ist in ihrer Heimat Nankan eine lebende Legende. In unzähligen Schlachten hat sie Siege errungen und so den Beinamen Die Klinge des Schicksals erhalten. Doch als sie die geheimnisvolle Kalenia vor dem sicheren Tod bewahrt und die Geschichte der jungen Frau erfährt, muss sich Denestra ihre bisher größten Aufgabe stellen. Nichts weniger als das Überleben von Nankan steht auf dem Spiel, und Kalenia scheint der Schlüssel zur Rettung des ganzen Kontinents zu sein. Doch kann Denestra ihr wirklich trauen? Ja, da hat der liebe Markus Heitz auch für mich signiert. Und ja, ein weiteres Markus Heitz Buch, das es zu mir geschafft hat. Ja. Als nächstes kommen wir zu einem, ich glaube, der Verlag ist kein deutscher, sondern ein Schweizer Verlag. Und zwar ist es der Sternensand Verlag. Und ich habe mir von Jasmin Romana Welsch
unter anderem den ersten Teil von Kriege des Lichts. Dom Spiro Spero, was auch immer das heißen soll, steht auf jeden Fall da. Ich habe eben nicht nur eines, sondern wie ihr sehen könnt, habe ich gleich alle drei dieser Trilogie mitgenommen und die passen hier. Sieht es nicht toll aus im Regal? Nichtsdestotrotz, also das hier, Kriege des Lichts, ist der erste Teil. Und dementsprechend ist das hier der zweite Teil und das hier ist der dritte Teil. Und eben zusammen ergeben sie diese tolle Reihenfolge. Dementsprechend lese ich euch auch mal nur den ersten Teil vor. Also den Klappentext. Jo, Mia ist 16 und hat diese seltsame Gabe. Sie kann Gefühle lesen und jeden Menschen in ihrer Umgebung sofort als Neider oder Lügner entlarven. Was sich nützlich anhört, ist im Alltag eine Bürde. Mia ist eine Einzelgängerin, die mit erschreckender Regelmäßigkeit gegen Straßenlaternen läuft, weil sie sich unter vielen Menschen kaum konzentrieren kann. Als sie sich eines Tages verfolgt fühlt, beginnt eine Verkettung seltsamer Zufälle, die ihr Leben aus der Bahn werfen. Das sind auf einmal diese Monster und der Junge mit dem Bogen über der Schulter, der für einen Helden viel zu viel flucht. Am nächsten Tag auch noch der schönste Mann der Welt bei ihr zu Hause auftaucht und sie bittet, auf sein Internat zu wechseln. Steht fest, dass bald nichts mehr so sein wird wie früher. Vielleicht gibt es sogar Engel und Dämonen, aber das kann Mia nur herausfinden, wenn sie sich auf ihr Schicksal einlässt und eine Ausbildung zur Wächterin beginnt. Ja, was das überhaupt ist und so, das könnte vielleicht so mal ganz kurz in meinem Sonntagsvideo, ja, es gibt noch ein Sonntagsvideo von der Leipziger Buchmesse, sehen, denn da habe ich ein kleines Interview, ein kleines Video mit der Autorin gedreht, in der sie so ganz kurz mal die Handlung aus ihrer Trilogie kurz umreißt, um was es da eigentlich geht. Dann kommen wir schon zum letzten und ich finde für mich fast dem schönsten Buch von der Leipziger Buchmesse. Und zwar ist das Streune. Und ihr wisst, ich lieb Katzen und dieses Cover ist irgendwie sowas von schön. Seht ihr diese wunderschöne Katze? Und es geht um Streune, um eine Katze. Aber ja, das ist total anders, als wie man sich das eigentlich vielleicht vorstellen mag. Deswegen lese ich euch auch mal ganz kurz den Klappentext vor. Denn da erkennt er schon, dass dieser Streune ist eine ganz besondere Katze. Boro hat die Schnauze voll. Gestrichen voll. Von seiner Ausbildung zum Hexenmeister. Während er lieber Sänger werden würde, besteht seine Mutter darauf, dass er sein Studium an der Zauberschule vollendet. Er beschließt kurzerhand abzuhauen und seinem Traum zu folgen. Womit er allerdings nicht gerechnet hat, ist der Fluch seiner Mutter, der ihn in eine Katze verwandelt, sobald er die Welt der Normalus betritt. Aber von seinem neuen Körper lässt Boru sich nicht aufhalten. Er begegnet Greta, einer Internatsschülerin in der
die den streunenden Kader bei sich aufnimmt. Seine Mutter hat allerdings noch einige Tricks auf Lager, um ihren Sohn zur Vernunft zu bringen. Bald schon ist Boro hin und her gerissen zwischen der Pflicht, Greta nicht in die Probleme seiner Welt hineinzuziehen und dem Wunsch, bei ihr zu bleiben. Denn auch ein Kater kann sein Herz an ein Mädchen verlieren. Ja, und ich weiß nicht, ich habe mich in dieses Cover verliebt, als ich das auf der Leipziger Buchmesse gesehen habe. Wusste ich, ich brauche das Buch, ich muss das Buch mitnehmen. Schon allein, weil es einfach so schön ausschaut. Und dann habe ich das, den Klappentext gelesen und dann wusste ich auch, oh, schön, ich muss mir das Buch unbedingt holen. Leider war Stefanie Scheurich zu der Zeit sonntags, als ich mir das Buch geholt habe, leider nicht mehr am Stand der vom Stern in Sand Verlag. Deswegen ist es tatsächlich das einzige Buch, das nicht signiert war, wurde von denen, die ich mir auf der Leipziger Buchmesse geholt habe. Aber sie hat gesagt, sie kommt ja in Frankfurt zur Frankfurter Buchmesse. Und dann denke ich mir, vielleicht nehme ich das dann da mit. Und lass es eben da mal signieren. Dann kommen wir zu den Büchern, die ich mir geholt habe, aber eben nicht auf der Leipziger Buchmesse, und es sind tatsächlich nur zwei. Aber ja, nichtsdestotrotz. Es gibt einen Film, in dem unter anderem Oprah Winfrey mitspielt. Der heißt, glaube ich, im englischen Original Wrinkle in Time. Das ist die Verfilmung von dem Buch von Madeleine Le Engel. So heißt, glaube ich, die gute Frau. Madeleine Le Engel. Das Buch zum Film Das Zeiträtsel von Disney produziert. Das ist das Buch. Das Buch ist tatsächlich schon etwas älter, denn ich glaube, das erste Mal kam das Wrinkle in Time. Wrinkle. Ne? 1962 wurde das erste Mal veröffentlicht, ist tatsächlich ein amerikanischer Kinderbuchklassiker. Aber das ist nicht nur so ein ganz normales Kinderbuch, das ist schon eher das absolut außergewöhnliche Kinderbuch, denn das ist tatsächlich ein Science-Fiction-Fantasy-Kinderbuch. Und das hört sich erstmal so, ne? Aber ich lese euch den Klappentext auch mal vor und da versteht ihr mich vielleicht ein bisschen besser. Die Nacht, als alles begann, war dunkel und stürmisch. Meg ist zwar ein Mathe-Genie, aber sie hält nicht viel davon, in der Schule auf die Lehrer zu hören. Also hat sie nichts als Ärger. Auch mit ihrem kleinen Bruder Charles, der über merkwürdige Begabungen verfügt und manchmal ihre Gedanken lesen kann. Als die beiden dann noch mitten in der Nacht Besuch von einer merkwürdigen alten Dame bekommen, wird ihr Leben gehörig auf den Kopf gestellt. Denn sie erfahren, dass ihr Vater, ein berühmter Wissenschaftler, der seit Jahren verschwunden ist, auf dem weit entfernten Planeten Kamazotz gefangen gehalten wird.
Doch es gibt einen Weg, ihren Vater zu befreien. Und Meg und Charles sind die einzigen, die diese Aufgabe übernehmen können. Das Abenteuer durch Raum und Zeit beginnt. Ja, tatsächlich ist der Vater ein begnadeter Physiker, Astrophysiker, wie auch immer, und hat einen Weg gefunden, im Prinzip Raum und Zeit zu falten und so ganz große Strecken zu überwinden. So ähnlich wie wenn man durch ein Wurmloch reisen würde, aber dann doch ein bisschen anders. Da gibt es drei Damen, die der Meg und ihrem Bruder bei der Befreiung ein bisschen unter die Arme greifen. Und das ist also eine wahnsinnig krasse Reise durch unser Universum. Und sie begegnen da wahnsinnig krassen Wesen und Mächten, und dementsprechend lest das Buch oder schaut eben diesen Film von Walt Disney, Das Zeiträtsel. Ich verlinke euch mal einen Trailer dieses Films unten in der Videobeschreibung, dann bekommt ihr vielleicht noch ein bisschen einen besseren Eindruck. Last but not least, ein wirklich extrem besonderes Buch. Ich habe das tatsächlich in den USA bestellt. Es war jetzt gar nicht so leicht, denn das hat auch wirklich jetzt lange gedauert. Also keine Ahnung, wie lange, fast 2 Monate, glaube ich, oder irgendwie so, bis dieses Buch aus den USA bei mir eingetroffen ist. Es gibt tatsächlich, und ich kann euch das vielleicht hier mal einblenden, ein Pendant zu diesem Buch. Und zwar hat das die Tochter des amerikanischen Vizepräsidenten, wie auch immer der Doldi heißt, produziert, veröffentlicht und auch für einen guten Zweck. Und da geht es eben um Marlon Brando. Das ist nämlich das Haustier, der Hase vom amerikanischen Vizepräsidenten. Und da dieser amerikanische Vizepräsident und Arschloch ein Vollidiot und christlicher Fanatiker, also so ein richtiger christlicher Fundamentalist ist, und ein absoluter Schwulenhasser, also schwul ist ja kein Schimpfwort, das ist Homosexualität. Das sollte heutzutage was völlig Normales sein, über das man eigentlich gar nicht mehr wirklich diskutieren müssen sollte. Also, wisst ihr, wie ich meine? Ich für meinen Teil, Menschen, die jetzt nicht hetero sind, sondern irgendwelche wie homosexuell oder transgender oder wie auch immer. Ich finde, die Diskussion alleine ist schon, sollte sich eigentlich erübrigen in der heutigen Zeit. Jeder sollte machen dürfen, was ihm gefällt und was anderen gefällt. Und wie auch immer, über dieses Thema geht es eben um die schwule Version von Marlon Brando. Da hat nämlich John Oliver, das ist der Host und eben der Moderator von Last Week Tonight, eins der absolut tollsten Late Night
Talk-Formate in den USA. Ich liebe die Sendung und ja, das Internet rockt, deswegen ziehe ich mir die immer jede Woche rein. Und ja, eben, John Olivers Team hat tatsächlich ein Buch dazu gemacht. Eine Parodie des eigentlichen Originalbuches, das eben die Tochter des amerikanischen Vizepräsidenten produziert hat. Und ja, da geht es eben A Day in the Life of Marlon Brando. Ja, dem schwulen Kaninchen des amerikanischen Vizepräsidenten. Und ja, das erzählt eben, wie Marlon Brando hier ja, sein Leben verbringt und seinen Traumhasen ja, kennenlernt. Und sich da verliebt. Und ja, wie das Buch ausgeht, da müsst ihr das ja, euch kaufen. Ich glaube, es wird hoffentlich eine Version, eine deutsche Version geben. Ansonsten kann ich euch den Link dazu, hoffe ich mal, unten in die Videobeschreibung packen. Das Ganze gibt es auch als E-Book und als Hörbuch sogar. Aber im Grunde genommen ist es für einen guten Zweck. Von dem her, ja, holt euch das. Ich finde es einfach eine wahnsinnig tolle Aktion von John Oliver und seinem Team. Ja, dass sie tatsächlich diesem amerikanischen Vize-Doldi ein bisschen Paroli bieten, indem sie eben ja, seine Homophobie ein bisschen auf die Schippe nehmen. In diesem Sinne, ja, das sind meine Neuzugänge aus dem März und dem April. In diesem Sinne, lest mal wieder was und ciao.